Der Ost meldet sich zurück. Hallo, hier ist der Friseur und diesmal gibt es ein kleines Review-Video plus Gameplay von Guild Wars 2. Ich werde eigentlich das Spiel gar nicht bewerten, sondern was anderes nehmen. Ich habe mir extra zu dem Spiel eine Maus gekauft. Und zwar von Razer, die Razer Naga. Die Maus ist extra für Rollenspiele gedacht, Online-Spiele. Die hat an den Seiten 12 Tasten, hat insgesamt 17 Tasten, die man belegen kann. Und ich zeige euch einfach mal, was die Maus kann, wie die so ist. Ich muss sagen, ich komme noch nie ganz so klar mit der, aber das liegt einfach daran, dass ich alles auf der Maus jetzt hat, die Tasten 1 bis 9 bei den Attacken. Das werde ich euch später dann einfach noch zeigen. Aber ich benutze jetzt gerade mal 2 Tage und komme schon besser zurecht. Aber ich denke mal, mit der Zeit wird man richtig gut damit abgehen. Warum ich mir die gekauft habe, sage ich euch dann im weiteren Verlauf des Videos. So sieht die Maus aus. Das wäre sie hier. Die ist gerade beleuchtet, weil sie auf der Ladestation steht. Das ist das Coole dabei. Die hat hier so eine Art, diese hier, eine Docking Station dabei, die man über USB dann praktisch an den Rechner anschließt. Und das Coole an dem Teil ist, ihr habt einen eingebauten Akku drin. Ihr könnt eure Maus jederzeit laden, was ja logisch ist, ne? Und was ich richtig geil finde, deshalb habe ich mir die eigentlich gekauft, ist, dass ich hier die Maus auch als USB-Maus betreiben kann. Also ihr könnt dieses Ladegerät von der Maus praktisch abmachen, steckt ihn hier unten rein und habt dann ganz normal eine Kabelmaus, wo ich die dann auch auf jeden Fall mit betreiben werde. Ihr könnt einstellen in einer riesigen Farbpalette, wie die Maus hier bei euch leuchten soll. Ich habe jetzt einfach mal völlig random grün genommen. Und man kann noch mehr Sachen mit der Maus machen. Moment, jetzt muss ich erstmal das Kabel wieder hier lösen. So, man kann noch mehr mit der Maus machen. Man kann sich hier an der Seite, das seht ihr schon, kann man sich... fokussieren. Genau, kann man sich so eine, wie soll ich denn sagen, Erhöhung aus Gummi dran machen. Das habe ich zum Beispiel bei mir schon gemacht. Das könnt ihr euch aussuchen, wie ihr wollt. So sehen die Teile aus. Könnt ihr die Maus noch modifizieren, weil bei 12 Tasten, wo ich noch ein bisschen das Problem habe, wisst ihr natürlich nie, wo ihr gerade seid. Also habe ich mir bei den wichtigsten Attacken, den Abschlussattacken, habe ich mir hier den Punkt auf der 5 gemacht. Und damit ich meine Waffen zum Beispiel wechseln kann, habe ich hier auf die Seiten, dass ich genau weiß, aha, da fängt Waffe wechseln an. Weil wenn man hier das Ganze rübergleitet, dann weiß man genau, wo man ist. Das finde ich auch sehr gut. Und dann kann man noch hier diese Außenschale verkleinern, schmaler machen, je nachdem, sodass die Maus eben perfekt in der Hand liegt. Die Maus ist wirklich nur zu empfehlen für Online-Rollenspiele. Ich denke mal, für Shooter wird das nie so geil sein. Typisch bei Razer, hier unten ist es schon verkeimt, sieht man schon hier, schön. Typisch bei Razer ist dann auch dieses Softwareprogramm, wobei ich sagen muss, das stürzt doch manchmal ab. Also, was ist manchmal, das ist mir jetzt immer abgestürzt in der ganzen Zeit, aber das finde ich nie so cool. Da kann man die DPI-Zahl einstellen und da kann man die Geschwindigkeit, wie die Maus an sich dann selber noch einzustellen ist, also der Mauszeiger. Und ich muss sagen, richtig geil. Was ihr auf jeden Fall unbedingt zu solchen Mäusen braucht, ist ein ordentliches Mauspad. Ich habe mal im Internet vorher geschaut und bin auf dieses Mauspad von Speedlink gestoßen. Repute nennt sich das. Das ist richtig gut, vor allem zu dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Das kostet irgendwie 14 Euro. Und wenn ich mir jetzt eins von Razer oder Rocket hole, dann ist das natürlich noch viel teurer. Aber es hat sehr gute Bewertungen erhalten. Und es kann manchmal sein, vielen wird gesagt, ja, die Maus, die spinnt und so weiter, dass es eben an eurem Mauspad liegt. Alles Weitere zeige ich euch einfach mal im Spiel und ja.